Da wurde ein Stern geboren und man sah sofort an seinem Schein, er kann nur aus Dortmund sein. Dieser Stern war ganz früher in Friedenszeiten ein einfacher Aschenplatz. Und in der Erwerbslosenzeit wurden abends zwei Tore aufgebaut und dann lagen die Leute alle in den Fenstern und guckten, wie die da kickten. Also da fing das schon an. Und später August Lenz, die wohnten ja alle hier. Ich wohnte da in der Hammerstraße, bin auch da geboren, in der Nähe vom, da ist die Borsigstraße und dann ist der Borsigplatz da. Also die anderen sagen nur immer, sie wären am Borsigplatz geboren. Ich bin es aber. Hier wohnten die Arbeiter, die meisten Arbeiter, und die gingen auch zum Fußball. Das gehörte dazu. Hier wohnte Pat Koschmiede, der Max Michalik. Das waren wirklich Jungs vom Borsigplatz. Wenn wir jetzt in der Kampfbahn waren und riefen auf, ihr Jungs vom Borsigplatz, dann stimmte das. Heute können sie keinen damit ansprechen. Außer Zork ist, glaube ich, gar kein Dortmunder dabei. Ne? Heute kommen wir auch meistens aus kleinen Verhältnissen, das wollen sie nicht wahrhaben, nicht durch das viele Geld. Aber doch, die meisten kommen aus kleinen Verhältnissen, wie wir eben fast alle. Ne? Ich angefangen habe, ein sehr unsicheres Erlebnis, wenn man da unten in diesem Käfig steht und 45.000 Leute ringsherum, ist schon ein bedrohliches Gefühl. Das ist ein großes Tier eigentlich, was man in den Griff kriegen muss. Und dann so nach einigen Spielen so ist das eine riesige Herausforderung geworden, die auch Spaß gemacht hat mit dem Publikum vor dem Spiel.
eine gewisse Stimmung zu erzeugen, eine positive Stimmung, die sich aufs Spiel übertragen kann, in kritischen Situationen nicht in Gewalt auszurasten, sondern in Enthusiasmus und die Mannschaft noch nach vorne bringen. Und ist ein Gefühl, was mir heute eigentlich sehr fehlt. Otto Rehagel hat mal ganz nüchtern analysiert die ganze Situation, die Vereine Borussia Dortmund oder Schalke 04, die können praktisch jeden Kredit aufnehmen, weil die Fans das ohne weiteres zurückzahlen. Die sind so treu, marschieren über Jahre hinweg ins Stadion, auch wenn zwischendurch mal Gurkenfußball geboten wird. Das hat einfach auch was mit der totalen Identifikation zu tun. So ein Verein wie Borussia Dortmund verkörpert genau das Lebensgefühl wieder, was hier in der Stadt pulsiert. Der Verein hat im Moment einen Höhenflug, die Leute fühlen sich auch gut. Das Ruhrgebiet ist jahrelang, gerade auch in den Medien, immer nur runtergebuttert worden oder auch nur an siebter Stelle und falsch gebracht worden. Und im Moment fühlen sich die Leute hier sauwohl und das spiegelt sich auf dem Fußballplatz durch gute Leistung wieder. Und das geht durch Generationen schon. Ich bin mit meinem Vater da gewesen, das ist die gleiche Geschichte, die der Präsident von Borussia erzählen kann, der auch schon am Hand des Vaters ins Stadion gelaufen ist und es gehört einfach dazu. Lauter noch. Wieder mit der Strophe dabei. Ist es nicht schön, so wie der Chiroma? Ganz einfacher Text, ne? Jetzt zum Mitschreiben. Ja, das Schönste ist ja, und das, wo es an Gefühl geht, ist ja, wenn unsere Fans die Schals hochhalten und dann das Lied erklingt, Borussia, Borussia, dann kann er manchmal die Augen nass werden. Und dann geht es wirklich an Gefühl. Als wir in Schottland gespielt waren, gegen Glasgow, da habe ich Wagen angetroffen, die vom Südwesten kamen, die Anhänger von Borussia waren. Und ich sage, wie lange seid ihr denn unterwegs? Ja, wir sind 2 Tage unterwegs und dann nach dem Spiel fahren wir wieder und sind dann vielleicht in 2 oder 3 Tagen wieder zu Hause. Und ich kann es nicht beschreiben, natürlich, selbst wenn ich jetzt von mich selbst sprechen will, dann bin ich heute genauso begeistert und lass mich da von der Atmosphäre, wenn ich auf dem Platz bin, einfangen. Und gut, wir haben zu unserer Zeit auch Zuschauer gehabt, die uns angefeuert haben. Aber diese Begeisterung, und die ist gar nicht mehr anders zu beschreiben. Warum und weshalb, kann ich nicht sagen. Und das ist auch schon ein Opfer, was man bringen muss. Wenn ich früher zur Fußball-Weltmeisterschaft oder überall hingefahren bin, da habe ich was für geopfert. Ne? Denn da sind wir stundenlang unterwegs gewesen. In anderen Ländern ist das nicht so herrlich wie bei uns. Schäbige Straßen und so weiter. Und kaum schlafen im Bus und so weiter. Das sind Opfer, die bringen wir aber. Ein richtiger Fan bringt das. Und lässt sich das was kosten. Ich weiß noch, als wir 1949 nach der Meisterschaft, nach der verlorenen Meisterschaft nach Dortmund kamen, hatten wir auch Fans. Und wir sind dann auf dem Bahnhof empfangen worden und sind dann nicht mit Wagen
zum Rathaus hingen, sondern die, wir wurden getragen, auf der Schulter getragen von den Fans. Und wenn man runter wollte, dann, wir lösen, dann haben sich gegenseitig abgelöst. Ne? Und das waren so, auch so ein gute Kilometer, den sie tragen muss. Ne? Das war da, die Begeisterung war so. Wir werden so heute hier dann mit dem Wagen herfahren. Und die Faszination, das Stadion, die Fans, das spielt eine riesige Rolle. Jeder spielt, das wird uns immer wieder bestätigt. Auch unsere Gastmannschaften spielen gerne im Westfalenstadion. Die werden ja stimuliert durch die Begeisterung der Fans. Das ist ja auch eine Sache, gut auszusehen vor 30.000, 40.000 Zuschauern. Das ist ja wie Theater ist das. Wir bekommen immer wieder ein Lob, wenn Leute, die das erste Mal im Stadion sind, dann haben wir schon wieder neue Fans, wenn die sich einmal richtig wohlgefühlt haben, die kommen immer wieder. Meine oder unsere Liebe zum BVB, die ist aus der Kindheit heraus, ist die eigentlich organisch gewachsen. Ich bin am Borsigplatz groß geworden, in der Borsigstraße, habe in der Schülermannschaft von Borussia Dortmund gespielt, vorher schon auf der Straße, haben uns die Jugendleiter gesehen, haben uns von der Straße her aufgenommen in den Verein. Wir hatten eine schöne Sportplatzanlage im sogenannten Spielenfelde. Das war eine Kleingarten- und Sportplatzanlage. Wir haben uns wohlgefühlt. Und uns hat der Fußball damals, das keine anderen, weitaus keine andere Freizeit oder schönere, bessere Freizeitbetätigung gegeben hat, hat uns der Fußball immer ausgefüllt neben der Schule. Wir haben, was heute ja nicht mehr möglich ist, 4 oder 5 Jahre mit 8 oder 9 Mann aus einer Jugendmannschaft zusammengespielt. Und haben unseren Kern dann aufgefüllt aus Jungs, die in den Vorortvereinen spielten. Wenn ich da Namen nenne, die Ihnen bekannt sind, wie Aki Schmidt, wie Lothar Emmerich, Herbert Sandmann, der war erst bei Russe, dann wieder bei Alemannia. Und so ging das eigentlich bis zur Gründung der Bundesliga. Wir sind dann in der Zwischenzeit ja einige Male Westdeutscher Meister geworden. Und ich hatte das Glück, dass ich mit dem Willy Burgsmüller 3-mal Deutscher Meister werden konnte. Das sind Dinge, die auch eine Bindung zum Verein sind, die eine Verbindung zum Verein ergibt, die ich kann mir nichts anderes vorstellen, als Borussia zu sein. Wir hatten ja als Vertragsspieler und vorher als Amateurspieler ja alle unseren Beruf und es war schon ein hochstilisierter Freizeitsport. Also wir hatten ja auch schon 3 oder 4 Mal trainiert und die Meisterschaften, dann wurden wir freigestellt. In der Periode, aber dann kam ja der sogenannte Vertragsspieler und dann der Profi. Und dann hat sich alles geändert. Die Führung, die Trainingsart und auch die Spielkultur, die hat sich ja gewandert. Wir haben gewandelt, wir haben frisch, fröhlich und frei oft gespielt. Also nicht so den Zwängen der Taktik unterworfen, weil das Verlieren war ja auch nicht so weil es war leichter zu verlieren als heute. Es geht um viel Geld. Ich würde heute auch gerne noch Fußball spielen, denn wenn man sein Hobby und sein Hobby zum Beruf machen kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass es was Schöneres gibt. Aber zu unserer Zeit haben wir doch mehr Freiheiten und auch mehr Spaß an.